Hallo und herzlich willkommen zurück bei Graf the World. Ja, es geht nach dem guten Start wieder weiter mit unserer Zwergenwelt. Ich habe den Spielstand auch gleich umbenannt. Dann gehen wir mal rein in die Welt und schauen mal, wie es unseren Zwergen geht. Ja, die sind da eh fleißig am Arbeiten. Jetzt haben wir hier ein Schreinerlehrbuch. Genau, ich habe beim letzten Mal begonnen schon. Den Unterschlupf haben wir ja ausgebaut, beziehungsweise auch fertig gebracht. Die ersten Betten haben wir schon. Aber wir bräuchten eigentlich noch mehr Betten. Aber soweit ich mich noch erinnern kann, haben wir ja, sollte ich sagen, genau, wir haben ja keine Blätter mehr. Ich habe zwar fleißig Bäume gefällt, die haben aber alle keine Blätter fallen lassen. Aber wir hätten da noch Bäume. Das heißt, ich probiere es hier noch. Da können wir den einen oder anderen. Holz brauchen wir sowieso immer. Die Baumwolle können wir auch mitnehmen. So, was haben wir denn da sonst noch? Das Portal werde ich noch ein bisschen verlängern, damit unsere Zwerge da genug Zeit haben. Ah ja, da haben wir Schafe, die können wir wegräumen. Wie schaut es eigentlich mit der Ausrüstung aus? Okay, da haben wir noch nicht so viel. Da müssten wir uns auch noch kümmern, dass wir da bessere Sachen kriegen. Aber das Hauptaugenmerk ist einfach, sind einmal die Betten. Wenn wir genug Schlafplatz für alle Zwerge haben, dann haben wir auch weniger Probleme, wenn es wieder zu Angriffen kommt, weil die Zwerge sich einfach erholen können. Noch haben wir keine neuen Blätter. Aber vielleicht ist ja da was dabei. Da ist auch etwas unsicher. Wenn wir vielleicht den noch wegnehmen, dann kann ich auch drunter das abreißen. Um den Zwergen etwas die Arbeit zu erleichtern. Genau, dann kann man das nämlich auch wegnehmen, damit sie da nicht immer runterfliegen. Ah. Da ist wieder so eine Zecke. Ich meine, der schaut ja recht grün aus, der Baum. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Blätter raus. Ansonsten im schlimmsten Fall, wenn da auch nichts dabei ist, kann man ja auch das Ganze. Wo ist es da drüben? Da ist ja irgendwo die Hütte. Genau, da ist der Händler. Da kann man ja auch gewisse Ressourcen einkaufen. Nur genau dort, wo der Händler ist, ist auch das Lager von denen. Naja, schauen wir mal. Ah ja, da habe ich ja auch schon mich reingegraben. Das heißt, ich werde hier mal ein Portal noch machen. Also nicht Portal. Das ist das Portal. Licht braucht man nicht unbedingt. Außer vielleicht hier. Da kann es nichts schaden. Mal hier noch so, sag mal hier noch eine Fackel hinhängen. Moment. Da habe ich mich jetzt etwas vertan, das wollte ich nicht. Wie geht's unseren Zwergen? Da müssen wir aufpassen, dass die rechtzeitig alle zu Hause sind. Weil ich die. Damit, weil da ist der Friedhof in der Nähe.
Und es wäre nicht so schön, wenn die irgendwie attackiert werden würden. Na, das Unterschlupf der 10 Tierräumlichkeiten auch noch mit. Oh, hey, ein Blatt, aber ich glaube, eines reicht ja nicht. Wir brauchen zwei. Mann, Mann, Mann. Das ist das Einzige. Blätter sind hier etwas knapp. Naja, was können wir denn sonst noch bauen hier? Schlösser, Seile. Ist das eigentlich Kitin? Ah, okay. Bärenhammer. Stuhl. Okay, da braucht man nur Holz. Also was macht denn eigentlich ein Stuhl? Ah, er gibt 2 Komfortwert. Wie viel Holz hätten wir denn? 60. Da können wir uns eigentlich den Luxus erlauben und einen Stuhl bauen. Weil wir haben es ja. Ah, und da haben wir auch bald das Level, das heißt, wir bauen noch einen Stuhl. Und haben da wieder ein Level abgeschafft im, so quasi einen Sprung im Technologiebaum. Wodurch wir wieder neue Sachen freischalten. Wo die Betten, ich meine die Tische. Braucht man eigentlich, sag ich, 4 Sessel und Board. Ah, und ein Level Up haben wir gekriegt. Knochen, Spitzhacken und ein neuer Zwerg. Kann man die eigentlich auch drehen? Die Sessel? Das weiß ich gar nicht. Hoppsa, nein. Ich glaube, der Drehen oder so geht ja, glaube ich, nicht. Ist egal. Ah, da wird eh richtig angepasst. Also er schaut gleich in die Richtung vom Tisch, das ist eigentlich super. Dann können da jetzt auch Zwerge sitzen beim Essen, wenn sie wollen. So. Was haben wir da Neues? Rezept für Bretter haben wir jetzt dazu bekommen. Das Rezept für eine Werkbank. Oh. Also, da haben wir aber noch kein Eisen. Wir können uns jetzt einen Eimer herstellen, eine Handsäge. Die kannte ich noch gar nicht, das muss was Neues sein. Helme, Rucksäcke. Genau, Rucksack. Rucksäcke können wir machen. Ich habe ja. Wolle müsste ich ja haben, genau, da ich ja extra die abgebaut. Dann machen wir unseren Zwergen noch ein paar Rucksäcke. Genau da. Da braucht man nur Holz. Moment. Moment, 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 verdrückt. Genau, jetzt haben wir es. Und dann braucht man noch die, wo sind's, unsere Seile. Also, machen wir mal. Haben wir wieder im Baum was freigeschalten, was Neues. Können wir mal reinschauen, wie weit wir jetzt schon sind. Wir haben jetzt hier freigeschalten, genau, das haben wir eh schon gesehen. Wir haben jetzt das erweiterte Kochen, haben wir auch freigeschalten. Das heißt, wir können jetzt auch Feuerstellen machen. Salate, gegrilltes Fleisch. Was fehlt uns eigentlich sonst noch? Haben wir da eigentlich? Wie schaut's da aus? Ja, dafür noch die einfachen Sachen. Da müssen wir uns aber wirklich mal in die Tiefe graben. Aber ja, wir haben Rucksäcke. Wo sind sie? Dann verteilen wir die auch gleich mal unsere ganzen Zwerge. Ah, der hat einen. Der braucht noch einen. Der Jeris, gut, der braucht noch eine Ausrüstung. Das heißt, er braucht dann noch eine Waffe. Waffe, das ist ja das geringste Problem. Holz haben wir ja genug. Machen wir eine Keule.
Wo ist er da? Unser neuer Daenerys. Schauen wir nochmal durch. Haben alle... Ah ja, eine Axt könnten wir ihn auch noch machen. Müsste man eigentlich genug mit Ressourcen haben. Ja, Steine haben wir. So, dann kriegt er das auch noch. Daenerys und dann... No. Sind wir soweit einmal schon ausgerüstet. Dann habe ich ja gesehen, Leitern haben wir keine mehr. Wenn wir uns weiter runtergraben, ist natürlich auch sinnvoll, wenn wir uns noch ein paar Leitern machen. 10 Stück mal für den Anfang. Kann ja dann noch weitere machen. So. Gut. Die Frage ist jetzt, in welche Richtung gehen wir? Da unten, glaube ich, war ja irgendwo. So ist's. Wie ich es eigentlich gemacht? 3, 1, 2, 3. Das heißt, dann werden wir uns da mal reingraben. Beziehungsweise in die Richtung schauen wir, was wir da so finden. Wir brauchen eh noch Ressourcen. Ah, da wird so in eine. Da ist schon so eine Art Höhle. Da können wir reinschauen. Und da einfach mal in die Richtung uns mal einfach mal grob da durchgraben und schauen. Ah. Genau, und da oben an dem Haus, da habe ich ja auch gesagt, ich will ja da ein Häuschen bauen. Da werden wir dann auch noch weitermachen. Können wir eigentlich ein Portal spendieren. Und da ist ein bisschen finster. Machen wir eine Fackel hin, machen wir hier noch eine hin. So, ansonsten, nächste Welle kommt in 27 Minuten. Schlaft da wer? Dachte, ich hätte Schlafgeräusche gehört, oder ist da irgendwo ein Monster unterwegs? Ich höre hier irgendwas. Ah, das wird der sein. Können wir da eigentlich uns Leitern reinmachen? Ja, da können wir uns auch Blätter holen. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass wir die ja auch... Ah, da müssen wir noch die Schwammerl oder Pilze wegräumen. Was haben wir hier eigentlich? Ein Nahkampfbuch. Schauen wir mal, haben wir eigentlich einen Kämpfer? Fischer, Koch, Holzfäller, da man Magier, ein Schmied. Aber einen wirklichen Kämpfer haben wir eigentlich noch keinen. Gut, Magier sind ja eher Fernkämpfer. Aber Fischer, warum nicht? Aus einem Fischer könnte man auch einen Kämpfer machen. Dann machen wir Fischer, Schwertkämpfer. Und geben wir auch das Kletterbuch, das wird quasi so unser Kämpfer, der sich aber durchs Fischen auch selber versorgen kann. Wenn man so will. Machen wir hier noch eine Leiter hin. Schaut es da drüben aus. Ah, da hätten wir auch eine Höhle. Das
heißt, da kann man uns hier noch runtergraben. Aber Kohle, Eisen, gut, da müssen wir wahrscheinlich noch tiefer runter, um da wirklich gescheit was zu finden. Ah ja, ich sehe gerade, es ist wieder Zeit. Wir sind auf 15 Minuten. Ich denke, bei Craft the World ist das eigentlich ein guter Punkt. Dann mache ich an der Stelle eine kurze Aufnahmepause. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!